So ihr Lieben, hier ist das andere Bautenzugkabel und der muss quasi von der Seite aus hier runtergelegt werden, dass dieser Bogen quasi da oben ruf geht. Da müssen wir ran. Das ist die Einheit für den Difflock. Hier sieht man es. Das ist jetzt der Hebel oben. Da müssen wir ran. So, was ich jetzt von hier unten soweit gelöst habe, zeige ich euch gleich. Oben muss ich den Spiegel abbauen, um den Bautenzug hier rauszukriegen von dem Difflock. Den Hebel habe ich schon abgebaut, wie ihr seht. Der ist an der Schraube hier befestigt. Und es gibt Armaturen, die haben hier hinten noch so eine Sicherungsschraube. Die da. Die müsst ihr lösen, um den Bautenzug rauszukriegen. Die Schrauben habe ich einfach alle wieder reingesetzt, weil, naja, dann kommen sie wenigstens nicht weg. So, unten heißt es raus. Einfach alles lose machen, die Mutter von dem Bautenzug lösen. Dann könnt ihr sie quasi nach da wegdrehen und hier unten aus der Halterung rausholen. Ja. Da, wo mein Finger wackt, da kriegt ihr sie dann raus. Ja, und oben, wenn ihr gemacht habt, ihr habt den Difflockhebel, der kann weg. Müll. Könnt ihr eigentlich den Bautenzug langsam, aber sicher nach oben rausnehmen. Tada. Da ist er. Ablage. Müll. Aha. Braucht keiner mehr. Sehr geil. Ja. Dann machen wir jetzt mal den Difflock an, ne? Läuft. So, da seht ihr, da ist das neue Teil schon dran. Ich probiere jetzt mal da die Kurve mit zu filmen für euch. Da oben seht ihr die. Und diesen Verlauf, also ihr müsst quasi wirklich dafür sorgen, dass der Bautenzug, da wo die Kappe jetzt ist, hier, nach da hinten weggeht zur Armatur. Die Kappe, die kommt ja nachher wieder raufgeschoben, wenn ich das eingestellt habe und eingestellt habe, den Mitnehmer. Ja, das war eigentlich ganz einfach. So, fertig. Differentiallok ist angeklemmt, funktioniert. Wie ihr seht, da unten ist halt jetzt der neue Zugang. Na, der ist oben mit der Mutter gekontert, so dass er quasi, ich probiere mal Licht so ein bisschen, obwohl es vielleicht so besser. Der ist hier unten wieder mit der Schraube gekontert und die hier oben ist das Spannen zum Festziehen. Und hier ist jetzt quasi der Bautenzug, der neue drin. Und genauso ist es hier oben bei dem Verbindungsstück auch. Mit dem Ding hier spannt ihr es wieder, also den Bautenzug. Und mit der hier müsst ihr kontern, dass das Stück sich nicht löst. Ne? Und dann einfach die Kappe von hier oben. Ich ziehe die mal eben runter für euch, dass ihr das seht. So wieder drauf. Schwuppdiwupp, fertig und funktioniert. Yeah. Schon getestet, alles einwandfrei, mega gut. Auf geht's zum Elektronikteil, bis gleich. Auf diesen bisherigen Erfolg erstmal trinken. Prost. Unbelievable. Sag mal, Schielig? Nö, sieht so aus. Ich stelle mal die Kamera um und dann geht das weiter? Ha, bis gleich. So, hier sind wir schon. Ihr seht, das ist quasi das Zusatzmodul. Das muss jetzt quasi installiert werden. Und hier seht ihr ja schon, dass alles Plug and Play ist. Also ich bin immer noch erstaunt darüber, wie geil das eigentlich ist. Ne? Für manche ist das echt nichts. Ich freue mich da gerade echt mega doll drauf. Das ist echt cool. Ich werde das mal installieren. Das kommt jetzt mit dem verbunden. Hier so ran. So ran. Ja, und da sind die Nasen. So ran und dann kommt das nachher so drauf. Gut, ich lege das mal fertig und dann gucken wir noch mal, wie es gleich aussieht. Bis gleich. Ja, und so sieht es denn aus. Ne? Das ist der originale Stecker. Das Zusatzmodul, das geht hier weg. Und nach da oben rein. Und dann habt ihr hier die normale CDI wieder. Ja, ist ein bisschen knirscht, sag ich jetzt mal hier mit der Vorrichtung, aber
Das sieht eigentlich alles noch ganz gut aus. Dann testen wir es mal, wa? So, Zündung ist aus und das erste, was wir sehen, ist, der springt nicht mehr von links nach rechts. Das ist schon mal sehr geil. Dann werden wir sie mal anmachen, mal gucken. Der Schalter ist auf 4 Watt. Seht ihr da? Geht. 2 Watt. Alter, ist das geil! Und das ist Differentiallock. Zeigt er da nicht an, sondern da. Ey, mega! Und jetzt nochmal für euch. Rad dreht, nicht. Und pass auf. Geil, Alter. Allrad raus. Zweirad. Repariert! Mega! Also, was ich ja wirklich nicht gedacht hätte, ist, dass das Ding so viele verkackte Scheißschrauben hat. Um überhaupt irgendwo ranzukommen, müsst ihr gefühlt 5 Millionen Schrauben lösen. Also das nervt jetzt schon, sag ich euch so wie es ist. Das ist gar nicht so geil. Ja, jetzt bin ich wie gesagt gerade dabei und check die Elektrik. Das ist also ein Seilwindkabel hier. Habe ich schon herausgefunden. Das geht dahin. Die Kontakte muss ich ja aber alle nochmal überprüfen. Die sehen alle nicht mehr so gut aus. Die Batterie werde ich auch nochmal durchchecken. Hier sieht man das Schnorchelkit vom Luftfilterkasten. Das ist der hier. Das ist schon mal gut zu wissen. Dann haben wir ein Schnorchelkit von der Variomatic. Und das ist der hier, der, und dann haben wir noch eins, das da, das geht runter in die Variomatic. Also das hier ist quasi die Frischluftzufuhr. Ja, und die muss man jetzt natürlich erstmal checken und kontrollieren. Ja, und danach kommt der Wechsel vom Flüssigkeiten. Gedönszeug etc. Cool, oder? Wird langsam. Ja, sieht jetzt ein bisschen leer aus und muss noch sauber gemacht werden, aber das ist irgendwie schon ein bisschen geil. Freue ich mich drauf. Einfach unbelievable. Ach, die Schicke. Bald ist sie wieder auf die Beine.